kommt schon frisch am Sonntagmorgen in Miltenberg. Jetzt haben wir den Liebeswanderweg. Stand hier auf diesem Plateau einmal ein Wachturm. Nach meiner Karte könnte das der Fall sein. Ist das unter Umständen ein alter Grabenschnitt? Weil hier könnte ein Turm gewesen sein. Also jetzt haben wir endlich, wobei das der erste sichtbare ist, man vermutet aber 5 andere. Ist auch noch was neben Gebäude. Ich glaube, das ist Limes neben einem schönen Kreuz. Das erinnert ein bisschen an das Bargau-Kreuz. Ich würde schätzen, das ist der Wachturm, einfach aufgrund der Bewuchsmerkmale. Wachtposten 7-12, Heunschhecken Süd. Und der vorherige ausgegrabene war, glaube ich, 6-7. Nur zur Zählung. Ein schöner Römerwald. Mittags um 12:30. Das dürfte der Graben vom Limes sein. Könnte man vermuten. In Rheinland-Sachsen. Kurz hinter Neusass. So, jetzt geht's knappe 2 Kilometer auf oder direkt neben dem Limes bis kurz vor Walddürren. So sah die Palisade aus. Damit die bösen Germanen nicht einig kamen. Das war der Wachposten steinernes Haus mit einem Vorbau, dessen Sinn man bis heute nicht weiß. Der Limes, wie er leidet und lebt. Der Wachtposten großer Wald wurde wohl durch ein Feuer zerstört. Hier haben wir Lindig Nord. Lindig Süd. So sieht ein Weltstadtbahnhof heute aus. Ich warte auf meinen Zug nach Seckach und von dort geht es nach Lauda und dann nach Lubu. Oh, schön war's. Dichten Nebel hummern wieder im Walddürren. Hier nicht so malerisch. Das Römerbad des Kastells Walddürren. Im
jetzt noch Sonne dazu. Das könnte so schön sein hier. Das hier ist eine Hochsitzsammlung. Die sind nicht mehr so richtig in Schuss, würde ich sagen. Könnte schon sein, weil gleich da drüben ist ein Wachturm in der Straße. Hier noch ein kleines Kastell und geringe Bodenspuren, schrieb der Autor 1975. Das Kleinkastell Höhnehaus. Hier sind wir natürlich vom Eingangstor. Und die abgerundeten Ecken. Wieder stellt sich die Frage, ist er das? Wachtposten Großer Wald nach der Reichslimeskommission 8-2. Wie auf dem roten Täfelchen auch vermerkt. Frühling wird's, respektive ist schon. Das schmeckt jetzt besonders gut. Kurz vor Rinchheim oder so ähnlich. Laut Karte war hier ein Wachtposten. Die Steine sehen ja auch danach aus irgendwie. Wachtposten Höhnehaus? Vielleicht. Oder das hier? Könnte auch sein. Also die zwei Steine können schon noch gut dazugehören. Zum Wachtposten Höhnehaus. Das wahrscheinlich eher nicht. Zumindest könnte der Weg seinen Spuren folgen. Weil oben ja der Wachturm war. Also mit sehr viel Liebe könnte man hier einen überflügten Wachtposten erkennen. Wegen der relativ vielen Steine. Andere Acker sind nicht so viel. Der Wachtposten. Das ist der Limes respektive sehr nah dran, da wo der Stand ist, ist der Wachturm. Roschle. Wenn das nicht ist, heiße ich Leo. Hinter uns Roschle. Was man da oben sieht, ist der Wall. Jetzt ist sehr schön zu sehen, also rechts der Wall. Und links halt wahrscheinlich der Graben oder was. Kurz vor Osterburken. Wachturm 825, genannt Barnholz. Das ist er nochmal. Das schöne gerade Stück vor Osterburken. Das ist gerade schon 80 Kilometer lang.
So, am Freitag, den 13. April, kurz nach 9:30 Uhr, sind wir in Osterbrücken wieder auf der richtigen Spur. Das sind Reste, Mauerreste vom Kastell Osterbrücken. In den Hang hinaufgebaut, das wissen wir ja wieso. Wahrscheinlich die Ergänzung. Das Ganze war schon etwas Größeres. Die zwei Türen neben dem Eingang. Eine Rekonstruktion. 10, 15 Minuten oberhalb des Kastells. Das könnte ein sein. ...34, genannt Marienhöhe. Der Limes am Welschen Buckel. Aber die schönen Stellen kommen wohl erst noch. Hier ist der Wall noch schön zu sehen. Hier nochmal der Wall, sehr schön zu sehen. Sie müssen aber schon weiter erzählen, ne? Vom Limes. Ne? Hören Sie das denn tonmäßig? Bitte? Hören Sie das tonmäßig? Ja, natürlich. Oh so, ja. Das ist ja ein Video, Limes, ne? Wollen Sie noch was wissen? Ja, gut, das gehört dem Baron, der Wall hier. Und der Weg ist jetzt gemacht worden. 30 Meter links und rechts, also insgesamt glaube ich 30 Meter, werden sauber und freigehalten. Ja. Und da legt die Forstverwaltung halt große Wert drauf, ne? Dass da also niemand mit dem Traktor reinfährt und so. Ja, das ist wichtig. Ja. Für die Wanderer und so weiter, damit die das gut erkunden können. Ne? Hier nochmal der Wall. Nicht ausgegraben. Das ist sicher wieder der Wall. Aber leider nicht mehr so schön zu sehen wie vorhin. Man kann nicht alles haben. Mir lacht das Herz. Ob der vielen Buchen. Dieser alte Grenzstein könnte die Grenze zwischen Baden und Württemberg definieren, weil das sieht ein bisschen aus wie das badische Hoheitszeichen. Victory. So wird es nichts mit der erneuerbaren Energien. Ruheforst. An das kleine Seelein. Baum Nummer 37. Das ist unser Ruheforst.
am liebsten draußen. Die Götzenburg. Diese leichte Erhöhung soll das sein. Irgendwie Wallengraben. Wir erinnern an sehr, sehr alte Zeiten. Von der Agenda-Gruppe oder von einer Agenda-Gruppe. In der Nähe von Sintringen. Das ist er vermutlich eher nicht, obwohl hier ein tiefer Graben ist. Aber das ist zu kurvenreich. Hier latscht man augenscheinlich auf dem Wall. Und hier geht's runter zum Graben. Hier. Ich glaube nicht, dass das eine krause Glocke ist. So kommt er aus dem Wald raus. Geht ein Stück weiter. Dieses komische Eck hat nichts mit dem Leben zu tun. Das Kreuz, wo das wohl herkommt. Am 8. Juli 2012 an einem Sonntag regnet es. Kurz hinter Öhringen auf dem Wege nach Pfedelbach, 2 Kilometer, und es regnet kaum noch. Das sind so Art Schäfchenwolken. Aber es gibt auch blauen Himmel. Leider sieht es aus, als ob der nicht zu mir kommt. Hier links im Feld müsste es eigentlich sein, aber nicht total verschwunden. Hier sind wir hinter Pfedelbach.
Die Straße folgt direkt dem Limes und von da oben bin ich runtergekommen. Den Bayerbach. Das ist das Häuschen in Haasbach, Haasberg, gleichzeitig Brennerei und Gefängnis drin war, bis vor 30 oder 40 Jahren. Das ist er, mit dem sechseckigen Turm. Und hier geht er dann weiter und macht den Knick. Der äußerst ungewöhnliche sechseckige Limes-Turm in der Nähe von Untergleichen. Wir sind im Brettachtal oder zumindest in der Nähe. Dies können Reste sein. Und hier haben wir den Turm. Oder ist er das? Der Turm ist noch weiter links. Hier folgt die Straße exakt dem Verlauf des Limes. Wahrscheinlich bis zur Kurve. Das könnte ein müder Rest sein, dieser kleine Hügel. Das ist er natürlich, der Wall. Das ist der Graben. Sieht man noch ganz gut. Könnte es der Turm sein? Weniger Bewuchs als außenrum. Schon eigentlich deutlich zu sehen. Grüß Gott. Wir befinden uns definitiv an irgendeiner Grenze. Die tatsächlich durch den Limes definiert wurde. Das ist definitiv der Wall. Und ich laufe im Graben. Tiefe Täler. Zu welchem Fluss fließen die? Ein großer Stein und eine Linde. Was sicherlich mal so als Intimplatz. Errötend folgt er seinen Spuren. Also das soll er direkt sein. Sogar laut Navi. Reste des Kastells Meinhard mit Mauern im Fischgrätmuster. Hinter Meinhard. Der leichte Hügel hier könnte der Wall sein. Das ist er. Hier auch wird es sehr schön zu sehen. Rechts der Graben natürlich. Hier verläuft der Weg direkt auf dem Wall und links ist der Graben. Das hier ist 975 und er liegt direkt am Limes.
Nehmen wir mal eine Mühle. Die wurde abgebrochen, nachdem 1908 die Müllerin in den Treibriemen geraten ist und ihr Mann mit den Kindern 4 Jahre danach nach Amerika ausgewandert ist. 977, etwas oberhalb des Limes. Auch dieses hier ist der Limes-Wanderweg. Sehr lauschig. Hier ist wieder sehr gut zu erkennen. Ich laufe direkt im Graben. Soll dieses sein? Naja, der Graben noch hervorragend erhalten. 2 Kilometer vor Grab. Von Norden aus. Der Limesturm von Grab mit angedeutetem Wall und Graben links. Turm. Und hier Wall und Graben und Palisade. Die Straße sieht man der Limes. Der Graben und die Palisade. Das sieht doch nach Bischofsstab aus. Fast wie im Allgäu mit den Kühen da hinten. Dieses ist ein Reizger. Der Limes. Siegelsberg, kurz vor links, ne? Murhardt. In diesem Blockhaus ist ein Kindergarten. Das ist richtig nett. Anscheinend gordet es dahinter. Wachposten 996 auf dem Heidebühl. Der vordere ist abgebrannt gewesen. Und dann haben sie ziemlich schnell mit den Steinen von vorne und den hinteren aufgebaut. Deswegen gibt es jetzt hier A und B. Ziemlich genau um 10 Uhr am 14. August 2012. Wie im Voralpenland. Dabei sind wir im Hohenloischen. Hier waren wir schon mal, vielleicht als wir am Ebnissee spazieren gegangen sind. Wo ist es nicht mehr?
Hier haben wir 916. War eigentlich schon öfters, schon vor 30 Jahren, in der Nähe von Kaisersbach. Hier ist Wallengraben, in der Nähe von Kaisersbachberg. Gut zu sehen. Wall und Graben. Direkt an der Straße. Am schönsten Wiesengrunde. Hier sieht man gerade noch die Böschung. Und hier nach wunderschönen Wallengraben. Hier wirklich ein sehr, sehr schönes Stück vom Limes. Eigentlich gar nicht von der Hot, richtig. Doch, doch. Wie heißt die Ortschaft da oben? Ach, Eckartsweiler, okay. Jetzt geht's zum Stausee. Zum Stausee gibt es da welche. Genau. Am Stausee gibt es da hier was zu trinken, oder? Ja, das ist der Kiosk. Ah, ich freue mich schon drauf. Also, nicht zu viel Wasser, sonst kommt er nicht mehr bis Weltheim. Okay. Nein, ich trinke. Die Welzheimer Kirche. Und im Rathaus stehen ja schon die Krieger rum, die Legionäre. Sind wohl mit dem Fahrrad gekommen. Das Ostkastell von Welzheim. Das ist aus dem Kastellbad in Jagsthausen. Das könnte eventuell sein, südlich von Welzheim, südlich vom Ostkastell. So lauschig ist er manchmal. Gögelerturm. 934. Südende der 81 Kilometer langen Limesgeraden. Das Nordende ist bei Walddürn. Vor dem Petershaldenhof. Ja, ja, aber ich meine, das Stück müsste eigentlich sein. Ja. Ist er das da? Kurz vor Lorch. Circa 5 Kilometer vor Lorch. Römisch oder mittelalterlich? Das ist nicht so ganz sicher. 12.9 Bembalesstein. Dös ist er wieder. Wallengraben. Graben, schon fast 3 Meter tiefer.
12:11 mit Brandspuren. Kleiner Schatz. Angeblich abgebrannt. Tausend Jahre liegen zwischen diesen beiden, wobei der Römerturm aus Holz nicht authentisch ist. Das Kloster Lorch. Das ist wahrhaftig Friede und Stille. Waldeinsamkeit. Bis auf die Fliesche. Hier im Rudenbachtal beginnt die Rätische Mauer. Hier ist sehr schön zu sehen, die Rätische Mauer. St. Salvator in Schwäbisch Gmünd. So sieht sie innen aus. Zumindest der untere Felsenteil. Hochherrschaftlich in Schwäbisch Gmünd oder weg neben der Bahn. Kurz hinter Schwäbisch Gmünd. Was ist das für ein Berg? Das ist die Kaserne von Mutlangen, was damals so Probleme gab. Das ist nicht die Kaserne von Mutlangen, sondern ZF-Lenksysteme. Frage, was die hier so lenken. Also das ist er. Das erste Mal sozusagen seit Schwäbisch Gmünd. Da lacht das Herz. Bis auf den Verkehrslärm. Die Iginger Grotte, eine Nachbildung von Lourdes. Ja, wo ist er denn? Hier könnte der Wachturm gelegen haben. Manchmal sind da ja Bäume statt Feld. Das ist er natürlich, der Wall. Und da hinten vielleicht der Wachturm. Hier haben wir sehr schön die Rätische Mauer. Oval von Möcklingen. Wir laufen auf der Rätischen Mauer. Mauer.
den Grabhügel besser. Einer von 36 Grabhügeln hier in der Umgebung. Das ist mit Garantie wieder ein Wachturm, weil außenrum ist Wiese und Feld. Viel Landschaft fürs Geld. Ein interessanter Berg. Hier von rechts bin ich bei der letzten Tagesetappe heruntergekommen. Von rechts war die Bushaltestelle. Und heute am 14. September 2012 mache ich meine erste dreitägige Etappe. Auch das erste Mal als Opa. Da wird schon der Abflug vorbereitet. Das dürfte der Wachturm sein. Und hier sieht man hier recht schön noch, wie der hin in den Wald reinzieht. Und so geht er 180 Grad weiter. Das ist er wieder. Nicht mehr ganz so gerade wie früher. Dieser leichte Hügel ist er. Das ist entweder Burg Hüttlingen selber oder eine Burg bei Hüttlingen. Lümes. Oh, 80 Meter von hier hat er den Kocher überquert. Es wird Herbst. Rote Äpfelchen. Jetzt laufen wir wieder auf der Mauer entlang. Schön zu sehen. Immer unter Graben. Da vorne ist ein Bächlein. Der hat sich gut erhalten, gell? ...1277 im Martholz. Da, wo die Rekonstruktion steht. So wie ein Skelett von einem Saurier aus, also diese Wolke. Die Hecke ist der Limes. Und da hinten ist das Limes-Tor bei Dalkingen.
heute geschlossen. Regen in Erpfenthal. Das ist er. Kurz vor Pfahlheim, wo der Jürgen überall unterwegs ist. Ein rekonstruiertes Teilstück in Pfahlheim. Was ich hier verlief, war echt. Es regnet immer noch. Das ist er natürlich auch. In Blickrichtung Pfahlheim. Ich laufe nach Halheim. Zum Kastell. Wiederkäuen am Limes. Mei. Ihr seid geschichtsträchtig, ne? Die Mauer des Kastells Halheim. Da, wo die Büsche sind, verlief die Umgebungsmauer. Ist das Kastell noch mal schön zu sehen. Alt und neu. Das ist ein bisschen schlaff heute, unsere Windräder. Irgendwo meinte Dame, es gäbe hier was bei mir zu fressen. Hm? Ja. Ach, so sieht der Limes-Wanderweg manchmal aus. Und langsam zeigt sich die Sonne. Aber nur ganz langsam. In der Herbstzeit losen ist es auch zu kalt, deswegen sind sie nicht offen. Das ehemalige Schloss in Dambach mit bayerischen Fensterflügeln. In der Dambach geht es dann wieder ein ziemlich langes Stück, naja, mehrere hundert Meter am Limes entlang. Dieser Bewuchs links ist er. Also auffällig ist schon, dass hier mehr von dem Unkraut wächst. Kann also schon der Turm sein. Hier können wir sich einbilden, dass hier links auf der Mauer schlechter gewachsen ist als jetzt hier rechts. Dies ist die baden-württembergisch-bayerische Grenze. Rechts Baden-Württemberg, links Bayern. Wahnsinn. Die Grenze quert jetzt die Straße hier. Die Straße ist jetzt sozusagen ganz bayerisch. Ab hier. Hier kreuzt der Limes die Straße. Jetzt vollkommen bayerisch. Und da drüben war dann ein Wachturm. Brauchen wir viel Fantasie. Das ist ausnahmsweise nicht der Limes, vielleicht aber eine Römerstraße. Hier die Bepflanzung markiert die Mauer. Idylle. Das ist er wieder, der mittelfränkische Limes. Der Iselberg. Ein unglaublich schöner Baum. Können wir uns den Zweiern jetzt auch schenken. Schwein gehabt. Abschied von Obermichelbach, wo ich von Samstag auf Sonntag, 15. und 16. September,
übernachtet habe. Für 16 Euro um 8.15 Uhr Sonntagmorgen. Der Hesselberg im Morgennebel, im Morgendunst. Morgenstimmung in Untermichelbach. Das wird er wohl sein. Das ist er wieder. Vielleicht ist der Baum ein Wachturm. Mal sehen. Hier wird er sehr schön zu erkennen. Und er ging dann sozusagen durch einen Fischweiher. Aber ich schätze, den gab es damals noch nicht. Ist das ein Turm? Weil hier kein Raps wächst. Der Stein. Oder ist das der Turm? Typisch mittelfränkischer Wald. Allenenberg. Vorne geht's links. Sehr lauschiges Plätzchen hier. Wir gehen jetzt hier rechts weiter. Ah, Junge. Das ist er wieder in der Nähe von Dambach. Ja, wo bin ich denn hier am Rennsteig? Die rekonstruierte Limesmauer am Dennenloher See. Der Limes zog direkt durch den See, der natürlich ein Stausee ist und erst sehr viel später entstand. Die Kirche von Groß-Lellenfeld. Wachturm mit Mauer bei Klein-Lellenfeld. So romantisch kann der Limes-Wanderweg sein, selbst wenn es eine kleine Straße ist. Oder kommen alle 15 Minuten Auto. Hier haben wir ihn wieder. Mit Eimer. Römisch. Ich bin ziemlich sicher, dass er das ist. Viel ist er von dem Wachposten. Im Vilchenharder Wald nicht mehr zu sehen. Ich schätze, das ist das da unten. Man muss nur gucken. Und der Weg oben, wo ich laufe, das ist der Limes. Die Mauer. Hier haben wir auch einen Wachturm. Und da kommt der Limes natürlich raus. In grün. Und das ist er hier. 13,50 und einen Durchgang. Kurz vor Gunzenhausen. Attention, please. Hier bin ich in Gunzenhausen um 10.12 Uhr am Dienstag, den 30. Oktober. Herbststimmung oberhalb von Gunzenhausen.
der Wachturm am Schlossbuck oberhalb von Gunzenhausen. Interessant ist die Zweiteilung in der Mitte. Der eiserne Kanzler direkt am Limes. Hier sieht man die Palisade nachgebaut und da hinter den Bäumen den Turm. Ins Bettchen gehen, gell? Ist ein bisschen frisch hier, Junge. Hm? Viel Glück. Ich stehe jetzt direkt auf dem Limes. Und dieser zweite Turm am Schlossbuck wurde in schiefen Winkel in die Mauer eingebaut. Ist ja verrückt. Das ist das Kleinkastell. Und dahinter in den Bäumen sieht man die Mauer noch sehr schön. Hat eine Größe von 20 x 20 Metern. Und das ist die Mauer. Respektive was noch von der übrig ist. Aber die Steine sind typisch. Ein Wachturm 20 Meter weiter östlich am nördlichsten Punkt des rätischen Limes. Der ist hier sehr schön, weil er nicht ausgegraben ist. Das Wasser verläuft anscheinend ein bisschen am Limes entlang. Da bin ich jetzt hier rausgekommen und ich muss jetzt ein Stück hier nach links. Das ist er, Richtung Gundelsalm. Diese leichte Erhebung dürfte die Mauer sein. 1411 hat sich stark verändert. Hier haben wir den Wachturm 1412 und dort wurde eine Merkur-Statuette gefunden. Und das ist er. Hier meine nachgebaute Palisade. Der Graben ist zwar natürlich nicht echt, aber immerhin folge dem Verlauf des Limes. Ne? Man hat also die Topografie ausgenutzt. 1414. Dann geht er da runter. Da unten, wo der Baum ist, ist der andere Wachturm. Hier ist ja gut zu sehen. Das ist der Wachturm. 1414. Auch hier ist der Limes wieder direkt an die Mauer gebaut. 1419 oder sowas. Das ist er wieder. Zwischen Großbruch und Gundersbach. Macht auf den Kram rechts des Weges. Das wird er wohl sein. Ellingen. Ebenfalls in Ellingen. Hier gibt es ein altes Schloss. Blick aus dem Fenster meines Zimmers im Hotel Römischer Kaiser in Ellingen.
wo ich vom 30. auf den 31. Oktober 2012 übernachtet habe. Hier im Hotel Römischer Kaiser habe ich sehr angenehm übernachtet. So, da ist von Ellingen. Kastell Sablonetum von Ellingen. Von hier oben hat man tatsächlich einen weiten Blick ins Land. Blick ins Land nach Höttingen. Das ist einmal wieder hinter Höttingen. Sehr schön zu sehen hier. Diese kleine Erhebung könnte er wieder sein. Man weiß es nicht. Das Gebüsch. Das ist er. Numol. Kurz vor der steinernen Rinne. Hier geht es dann runter zur steinernen Rinne. Und das spare ich mir jetzt. Sehr langer Zeit wieder mal am Burgus Burgsalach. Hier nur ein paar hundert Meter weg vom Burgus war das römische Kastell in dieser Ecke. Der Limes ist direkt am Wachturm vorbeigelaufen, wie man hier sieht. Wir sind wirklich auch wunderschön von da hinten verlaufen. Und alles in der Nähe von Burgsalach. Das ist er auch. Ein Hochsitz. Direkt auf der Teufelsmauer. Das sieht man irgendwie, da haben sie einen Auswurf noch hingelegt, rechts davon. Das könnte ein Turm sein. Eine kleine Kapelle. Schafe auf dem Limesweg. Oh, Schlaule. Ich? Ja, das ist schon größerer. Ich komme heute schon von Ellingen. Von Ellingen? Ja, wir sind aus Stopfenheim. Woher? Aus Stopfenheim. Stopfenheim. Das ist ja gleich das Nachbardorf. Da haben wir ihn wieder. Hier sind wir bei dem Limesknick. Hier haben wir ihn wieder ganz geknickt. Das sind garantiert die Überreste eines Wachturms. Sehr schön zu sehen hier. So geht es kilometerweit bis nach Petersbuch.
Wahnsinn. Hier im Gasthof zur Post habe ich vom 31. Oktober bis zum 1. November 2012 übernachtet. Und ich breche kurz vor 7:30 auf, weil ich schnell nach Kilfenberg muss. Gell, sowas habt ihr noch nicht gesehen am frühen Morgen. Und das noch an dem Feiertag. Das ist der Limes in Erkertshofen am 1. November früh 8:00. War schon ganz gut ausgebaut. Ja, wohin reiten Sie denn? Reconstruction bei Erkershofen. Never. Das ist er wieder. Oh, wieder ein sehr schönes Stück hier. Ja, nur kurz. Nach einer gemeinen Kletterei holt man jetzt wieder. Das ist der Limesturm bei Herrenstetten. Hier wieder sehr schön zu sehen und vor allem auch die Straße da hinten. Das ist der Limes bei Herrenstetten. Soll das der Limesturm sein? Da zieht er hier rein, auf dieser Hecke oder mit Bäumen bewachsen, geht dann am Waldrand weiter. Hier wieder sehr, sehr schön zu sehen. Hier latschen wir direkt auf der Mauer. Bei Pfahldorf. Hier Oberfall von Kiefenberg. Ist wieder wunderschön zu sehen. Ist ein wunderschöner Wachturm. Direkt an der Limes gebaut. Hier läuft man auch wieder auf der Mauerkrone. Oberhalb von Böhming. Oberhalb von Kipfenberg und dann dieser rekonstruierte Wachturm. Zumindest bin ich in Kipfenberg. Am 29. Januar 2013, das war da leider nicht so gut wie beim letzten Mal. In Kiefenberg. Alles Vorherige war falsch, habe ich verlaufen. Aber das könnte jetzt noch schon das Grabungsloch von dem einen Steinturm sein. Der geografische Mittelpunkt Bayerns, mehr oder weniger direkt am Limes. Irgendwie haben wir den Eindruck, dass der Turm von Gelbsee schräg steht.
nach links geneigt. Das müsste ja eigentlich sein bei Gelbelsee. Das ist die Limesbuche. Ein wahrhaft prächtiger Baum. Der Weg dahin könnte wirklich der Limes sein. Das dürfte er sein, kurz vor Denkendorf. Ist das nicht schön? Hier in Bastel Ost, also am 30. nach dem 31. Januar 2013 übernachtet. Der bekannte Liebesgedenkstein bei Denkendorf, direkt an einem sehr stark frequentierten Kreisverkehr. Und ich sitze hier rechts oben. Das ist er, direkt neben der Autobahn. Auch da wieder interessant, die Grenze zwischen Eichstätt und dem bayerischen Gebiet verläuft direkt am Limes. Das ist er. Was ist es nun? Der Holz- oder der Steinturm? Ich schätze es eher der Holzturm. Das ist schön Brunnen. Wenn die Oma tatsächlich dort geboren ist, dann ist sie gar keine Fränkin, sondern eine Oberbayerin. Das muss ich checken. Das dürfte er auch wieder sein, kurz vor Zent. Hier zieht er endlich Zent rein. Dahin dürfte er sein, hinter Zand. Oh, das ist der Schneeweg. Vermutlich ja der Schneeweg. Das ist er definitiv hier, der Graben. Und das da könnte wirklich ein Wachturm sein. Das hier muss auch sein, ganz einfach. Wird dazu erklärt. Ist das hier ein Wachposten? 1517. Und da geht er weiter. Hier Hohmann, sehr schön zu sehen. Sind wir früher mal vorbeigelaufen. Prächtig, prächtig. Die Südmauer des kleinen Kastells Güßgraben. Ungefähr 100 Meter vom Limes entfernt.
Hier wird der Limes von einem Weg angeschnitten. Und da oben ist dann der Steinbruch. Da kommen wir natürlich nicht hin. Hier scheint es viele Schweinerl zu geben. Das ist jetzt schon mindestens der 10. Ansitz. Aber es wundert ja auch nicht, wenn man das hier sieht. Kleinkastell hinter Seeberg. Sieht man ja nicht so viel. Mal wohl, ob das zur Mühle gehört hat. Blick auf Sandersdorf, wo wir öfters durchgefahren sind, wegen einem Gries. Bis wieder zwei Dunkle getrunken. Sandersdorf. Eine interessante Gegend hinter Sandershausen oder wie es auch immer heißt. Das ist nämlich nicht der Limes, die Mauer. Ein Early Bird sozusagen. Zollern. Und im Hintergrund Altmannstein, die sozusagen berühmte Stelle oberhalb von Altmannstein, finde ich sehr schön hier zu sehen. Das ist das Grabungsloch zugehörigen Turmes, der direkt am Limes lag. Sehr schönes Grabungsloch des Turmes. 1530 oder 31. Hier vor Hagenhill auch sehr schön zu sehen. Und das ist immer die Grenze zur Wiese. Hier wird es sehr schön zu sehen, wie es im Wald rauskommt. Und mit diesem Weg nach Hagenhill reinzieht. Wir haben die Überreste gesehen, als wir vor ein paar Wochen mit der Christina dort waren. Das ist er, nördlich von Hagenhill. Und heute vom 30. auf den 31. Januar 2013 übernachte im Landgasthof Wild. Hier in Hagenhill habe ich übernachtet. Es war sehr, sehr schön. Sehr nette Unterhaltung gestern Abend. War klasse. Das ist ja natürlich zumindest der Limes-Wanderweg auf dem Limes. Und das läuft parallel mit dem Jakobsweg. Das könnte er sein, diese schwache Erhebung. Hopfen so weit nördlich, in der Nähe von der Donau, Boraschen. Sogenannte Hopfenhimmel. Thank you.
Das dürfte 1542 sein. Das ist doch absolut super hier. Auch hier bildet der Limes wieder irgendeine mittelalterliche oder sogar neuzeitliche Grenze. Das muss eigentlich 1543 sein. Das ist der Palisadengraben, ca. 10 Meter vor der Mauer. Auch Rehe marschieren auf dem Limes entlang. Leider waren sie dann doch etwas zu schnell, als dass sie hätte filmen können. Und hier wieder ein Grenzstein direkt auf dem Limes. 1544, kurz vor der Donau. Der Ringgraben des Holzturms bei 1544 und die Mauer hat ihn direkt durchschnitten. Sieht man wieder den Ringgraben und auf der anderen Seite ebenso. Hier stand mal der rekonstruierte Wachposten 1546, bevor er von irgendwelchen Idioten abgefackelt wurde. Merkwürdigerweise steht er aber vor dem Limes. Fast das Ende erreicht. Ich hier unterhalb der Adriansäule. Diese können die Reste von 1547 sein, dem letzten Turm. Und das ist tatsächlich doch noch der Limes bis hier runter, da vorne. Und dann läuft er noch 100 Meter. Unterirdisch bis zur Donau. Das ist durch Ausgrabung belegt. Also diese Böschung. Das ist wirklich das mittlere Ende da unten. Ich glaube, die Strecke zum Schwarzen Meer schaffe ich heute nicht mehr.